Eine Gemeinsamkeit von links und rechts ist der Gedanke, während den Anfängen. Je weiter links jemand steht, umso schneller kommt die Nazi-Keule gegen jeden, der sich als konservativ zeigt oder sich gar dem nationalen und rechten Spektrum annähert. Wenn man entsprechend geprägt ist, sieht man schon KZs und Völkermord vor seinem geistigen Auge. Dann ist es verständlich, dass jede noch so kleine Annäherung auch nur in die Richtung nationalistisch und rechts als Schritt in die falsche Richtung angesehen wird, der kompromisslos bekämpft werden muss. Aber dasselbe gilt natürlich auch für jene, die gut in Geschichte sind oder eben konservativ rechtslastig. Da hat man ebenso das Bild von Gesellschaften vor sich, da nun halt von solchen, die ultimativ links waren, sieht dann bei jedem, der sich auch nur ansatzweise in die linke Richtung bewegt, schon die Umerziehungslager und den Gulag vor sich, sowie die massenhafte Ermordung von Intellektuellen und all jenen, die auf Freiheit stehen. Auch für jene ist da der erste Schritt schon ein Schritt in die falsche Richtung. Abseits vom Links-Rechts-Spektrum existieren inzwischen auch die Islamkritiker. Wenn man jemals ein IS-Enthauptungsvideo gesehen hat und sich dessen bewusst ist, dass das nun kein Hollywood war, sondern echt, dann ist es recht egal, ob man links oder rechts oder irgendwas dazwischen ist. So etwas ist traumatisierend. Wenn man dann noch den Koran gelesen hat, die Geschichte studiert hat, die politische Gegenwart betrachtet, da kommen ähnliche Ängste auf, da ist jede noch so kleine Annäherung an die Ideologie schon zu viel. Da möchte man nicht, dass der eigene Nachbar auch nur irgendwas mit Taliban oder IS-Schlechtern gemeinsam hat. Während den Anfängen.